Der kranke Bär von Elisabeth van Langen. Yoshi war ein kleiner süßer Teddybär mit einem roten und einem schwarzen Knopfauge. Er lebte mit seinen Bäreneltern in einem großen Spielzeugladen. Dort gab es noch viele andere Kuschelbären und Stofftiere, aber keines war so wie Yoshi. Er hatte nicht nur zwei verschiedene Augenfarben, sondern auch viele weiße Flecken auf seinem braunen Bärenfell. Die anderen Bären im Spielzeugladen lachten ihn deswegen oft aus. Kein Mensch kaufte ihn. Und so machten Papa und Mama Bär sich eines Nachts, als alle anderen schliefen, mit Yoshi auf zum Bärendoktor. Der Doktor war ein dicker, knuddeliger Schmusehase mit einer Brille auf der Nase. Und er wusste einfach alles über Kuscheltiere und ihre Krankheiten. Er schaute sich Yoshi genau an und sagte dann: Der kleine Kuschelbär hat eine Allergie. Papa und Mama Bär fragten besorgt: Eine Allergie? Worauf soll er denn allergisch sein? Dr. Schmusehase erwiderte: Ihr lebt in einem großen Spielzeugladen, auf einem Regal, und dort gibt es Staub. Der kleine Yoshi ist allergisch auf den Staub und hat dadurch ein rotes Auge und viele weiße Flecken. Nun wussten sie endlich, warum ihr Yoshi so anders war. Nachdenklich gingen sie zurück in ihr Regal. Vater Bär sagte: Auch wenn unser Yoshi anders ist, wir lieben ihn so, wie er ist. Mutter Bär nickte und fegte mit einem Tuch den Staub vom Regal. Sie musste sich beeilen, denn bald würde der Laden wieder öffnen und viele Menschenkinder würden wieder mit leuchtenden Augen vor ihnen stehen. So verging die Zeit. Yoshis Allergie wurde ein wenig besser, weil Mutter Bär immer Staub wischte. Aber so richtig verschwinden wollte sie nicht. Die anderen Stofftiere machten sich immer noch lustig über ihn. Als es wieder einmal viele neue Bärenkinder im Spielzeugladen gab, stellte der Besitzer ein Schild heraus. Bären im Sonderangebot, konnte man darauf lesen. Und viele Kinder kamen und kauften die kleinen Plüschfreunde. Nur Yoshi wurde immer achtlos zur Seite geschoben. Da kam eines Nachmittags ein älterer Mann in den Spielzeugladen und erzählte dem Besitzer: Meine kleine Enkelin Lisa liegt im Krankenhaus mit einer schlimmen Allergie und ich möchte ihr was zum Knuddeln und Liebhaben kaufen. Der Ladenbesitzer zeigte ihm die Kuscheltiere. Aber dem Mann wollten sie alle nicht so recht gefallen. Gerade als er den Laden wieder verlassen wollte, schubste ein kleiner Junge gegen das Regal, auf dem Yoshi lebte. Yoshi purzelte vor Schreck herunter, dem Mann genau vor die Füße. Er hob ihn auf, betrachtete ihn und sagte: Den nehme ich, der ist genau richtig für Lisa. Mit dem kleinen Kerl ist sie nicht mehr allein. Mama und Papa Bär schauten sich lächelnd an und sahen zu, wie Yoshi als Geschenk verpackt wurde. Endlich würde ihr kleiner Bär bei einem lieben Kind ein Zuhause finden. Für Yoshi wurde es nun sehr aufregend. Er fühlte das Geschenkpapier auf seinem befleckten Fell. Es war ein angenehmes, kühlendes Gefühl. Nur diese Schaukelei und dieses brummende Geräusch fand er etwas merkwürdig. Plötzlich verstummte es und er wurde irgendwie hochgehoben. Auch konnte er es nicht sehen, dafür umso mehr spüren. Dann fühlte er Hände, kleine Hände, die das Papier aufrissen, und er blickte das erste Mal direkt in die Augen seiner neuen Besitzerin. Das kleine Mädchen rief: Oh, ist der süß! Danke, Opa! Dann bekam erst der Bär und danach der Opa einen Kuss von der kranken Lisa. Neugierig fragte sie: Opa, was steht denn auf dem Schild? Sie hatte das kleine Etikett an seinem rechten Bein gefunden. Der Opa schaute genau hin und sagte: Es steht ein Name dort. Er heißt Yoshi Bär. Lisa fand den Namen schön und knuddelte ihn ganz fest. Yoshi dachte: Das also ist Kuscheltierliebe. Jetzt weiß ich es endlich. Lisa gähnte ganz laut und sagte: Opa, du musst jetzt nach Hause gehen. Yoshi und ich müssen jetzt schlafen.
Der Opa streichelte über Lisas Kopf und auch Joschi bekam noch einen lieben Blick zugeworfen. Schlaf gut, ihr beiden. Lisa drückte Joschi fest an sich und meinte: Ich hab gesehen, dass du ganz viele Flecken hast, wie ich. Jetzt bin ich nicht mehr allein damit und morgen erzählen wir das dem Doktor hier. Der Doktor ist ein richtig knuddeliger, mit Brille auf der Nase. Er sieht etwas aus wie ein Osterhase. Der wird uns beiden helfen, lieber kranker Yoshi-Bär. Dann fielen ihr die Augen zu und sie schlief mit Yoshi im Arm ein.